Ich gehe von einer Dreiteilung der Tätigkeiten aus und mir fällt immer wieder auf, in der Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen, dass von einer Zweiteilung ausgegangen wird. Also es gibt einerseits Erwerbsarbeit, die wird bezahlt, also im heutigen Zustand, und andererseits freiwillige bürgerschaftliche Tätigkeiten. Und dann gibt es eben noch was Drittes, und das sind die notwendigen unbezahlten Arbeiten. Und das ist ein sehr großer Bestandteil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit und die ist eben nicht freiwillig, zumindest einen großen Teil, weil zum Beispiel, wenn ich eine Verantwortung übernommen habe für ein Kind, ein Kleinkind, dann kann ich ja nicht einfach wie bei der freiwilligen Arbeit, zum Beispiel im Sport oder im, was weiß ich, Tanzkurs oder so, kann ich ja nicht einfach sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich höre das auf. Weil dann ist das Baby ziemlich schnell ziemlich schlecht dran, wenn das in seiner Scheiße liegen bleibt, wenn es nichts zu essen kriegt. Also ist das eine andere Art von Arbeit, ohne die wir alle überhaupt nicht überlebt hätten können. Und diese Arbeiten gewichte ich anders als die freiwillige Arbeit. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir von dieser Dreiteilung ausgehen, auch in dieser ganzen Debatte, um das nicht zu vergessen. Und die große Gefahr ist, wenn man das vergisst, dass es dann tatsächlich Missverständnisse gibt, dass sozusagen die Männer sozusagen den Freiheitsaspekt betonen und davon ausgehen, ja, die Frauen werden das ja, weil es ihrer Natur entspricht oder was, weil sie es immer schon gemacht haben, diese Art von notwendiger, unbezahlter Arbeit einfach weitermachen mit dem Grundeinkommen. Und das geht nicht. Und von daher ist es ganz wichtig, das von Anfang an zu thematisieren, dass es nicht ein Lohn für dieses sozusagen schon lange so als weibliche Natur oder auch als Natur von Migranten, von Ausländern angesehene aufgefasst wird, sondern dass wir wirklich sagen, alle bekommen dieses existenzsichernde Geld und dann verteilen wir das Ganze neu. Also wenn nicht mehr so ist, da ist die Geldwirtschaft und da sind vor allem Männer drin und da ist die Hauswirtschaft 50%, da sind vor allem Frauen drin. Wenn das mal nicht mehr ist, wie sieht dann die Gesellschaft aus? Und wenn ich mir das so überlege, dann ist eine ganz klare Folgerung daraus, wir müssen auch was die Honorierung dieser verschiedenen Arbeitsformen angeht, was ganz Neues erfinden. Mich würde interessieren, ob du Quellen siehst oder welche es sind in der Theologie, in deiner Beschäftigung damit, die für dich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun haben. Ja, ganz klar. Und zwar liegt der Link sozusagen in dem Wort bedingungslos. Das ist etwas. Also die meisten in unseren säkularisierten Gesellschaften sind ja biblische Analphabeten, kann man glaube ich schon so sagen. Die wissen überhaupt nicht, was in dieser Tradition eigentlich los ist, was da im Zentrum steht. Also es wird gerade meine Konfession, ich bin ja reformiert, also protestantisch, und da wird ständig gesagt, ja, die Arbeitsmoral und die Kapitalismus und das steckt da dahinter. Im Zentrum der Tradition steht aber der Satz von der bedingungslosen Liebe Gottes zu den Menschen. Das ist das Zentrum unserer Tradition. Und das ist ein wunderbarer Link. Also so, ich würde jetzt sagen, so wie die Mütter uns ja pflegen und großziehen, ohne dass wir das dafür leisten, sondern einfach erstmal so auf Vorschuss. Und die sozialpolitische Umsetzung dieses Gedankens ist ganz logisch das bedingungslose Grundeinkommen, dass wir nämlich sagen, du bist akzeptiert, ohne bevor du was leistest. Also, es ist ja ein Faktum, dass wir alle abhängig sind, dass wir alle fürsorgeabhängig sind. Wir sind ja auch da wieder so geneigt, das zwei zu teilen und zu sagen, die Starken sind autonom. Und die Schwachen sind fürsorgeabhängig und auf die gucken wir runter und denen geben wir Almosen im Sinn von Sozialhilfe oder eben Almosen im strengen Sinne. Wenn wir uns aber unser Leben angucken, dann sind wir alle fürsorgeabhängig. Also auch jemand, der ganz viel Geld verdient oder der in seiner Manneskraft irgendwie mit 40 Jahren voll sozusagen dasteht als Selbstständiger, auch der ist fürsorgeabhängig, weil der muss ja auch schlafen, der muss ja auch, der kann auch nicht ständig sein Essen selber anbauen, der kann auch nicht die Ställe alle putzen, wo die Steaks hergestellt werden und so weiter. Also wir sind alle vernetzt und das heißt, wir sind alle fürsorgeabhängig. Von daher ist das nicht ein Ideal, wenn ich sage, das Göttliche liebt uns voraussetzungslos oder bedingungslos, sondern das ist eigentlich der Zustand, dass wir ständig was bekommen. Nicht nur als Kinder, sondern auch als Erwachsene. Also auch der Staat ist ja etwas, eine Institution, die Fürsorge leistet. Da kann ich ja das tollste Auto haben, wenn es keine Straßen gibt, nützt mir das gar nichts. Und die Straßen, die kann ich nicht selber herstellen, sondern es muss ein Gemeinwesen sein, das die
sozusagen zur Verfügung stellt, vermittelt über Steuern. Also wir sind alle in solchen Netzen drin. Das ist anders als früher. Es verstärkt sich auch immer mehr, verstärkt sich auch global. Wir sind ja auch global alle voneinander abhängig. Und von daher ist das eigentlich überhaupt nicht abwegig, diese Vorstellung, dass wir, um frei handeln zu können, erstmal was bekommen.